Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins im Tone Run. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge wieder ziemlich viel Storytext hatten, dürfen wir endlich mal wieder weitermachen. Weitergehen mit den Guilty Fires. Hier haben wir uns ja mit Shion angelegt. Und hier müsste es dann endlich wieder Action geben. Ja, genau. Ein paar Dämonen und Blobs verhauen. Und dich da aufwächst. So. Und ja, wir haben in der letzten Folge ja einiges über die Dunklen da erfahren, die in Is eingedrungen sind und jetzt die Dämonen versklavt haben, sozusagen. Die scheinen ja aus diesem versunkenen Land zu kommen, vor dem die beiden Engel am Anfang gesprochen haben. Und ja, da haben wir das Lotusschwert. Ja, genau, Tod erkennt es. Ist das? Und wir haben wieder andere Musik. Es ist es. Das ist Commander Tovas Großschwert. Aber warum ist es hier? Ah, das stimmt. Die Artefakte von Is, die Dallas und Sava gestohlen haben. Dieses hier ist aus dem Hause Tova. Und es kriegt dieselbe Behandlung wie die anderen beiden. Ich frage mich, wie ich mich selber dafür verantworten kann, es zu nehmen. Ich habe mir niemals Gedanken über die anderen beiden gemacht. Aber vielleicht überspanne ich mein Glück mit diesem hier. Ich sollte gehen. Toll. Ja. Es ist lange her, Toll. Ja, da ist wieder Sauls Geist. Tolls Vorgesetzter und wahrscheinlich auch Lehrer. Ich habe dich seit diesem schicksalhaften Tag nicht mehr gesehen. Ja, ein kurzer Rückblick. Commander Tova. Und jetzt ist Toll auf einmal kein Dunkler mehr. Jetzt ist er wieder, in diesem Moment, wieder der Captain der Heiligen Ritter. So wie er da kniet. Was ist los? Wenn du deinen Kopf so senkst, bin ich nicht in der Lage, dein Gesicht zu sehen. Es tut mir so leid. Ich habe nicht das Recht, euch mein Gesicht zu zeigen. Ziemlich viel scheint passiert zu sein, seitdem ich diese Welt verlassen habe. Ich habe begonnen, einen Pfad entlang zu gehen, der eines heiligen Ritters nicht würdig ist. Wenn es euch nichts ausmacht, würdet ihr mich von meinem Eid erlösen? Ich denke nicht, dass das in meiner Möglichkeit liegt. Ich habe keine Autorität mehr über dich. Ich gehöre nicht mehr länger in deine Welt. Das Einzige, was ich tun kann, ist dir das hier zu geben. Und wir haben das blutrote Lotusschwert erhalten. Ja. Und wir haben den Inferno-Skill gelernt. Was? Ich bin nicht wert für so eine Macht. Ich weiß nicht, welchen Pfad du gewählt hast. Aber selbst wenn ich es wüsste, würde es für mich keinen Unterschied machen. Was immer es ist, du musst es wissen. Du musst es festlegen.
lass es nicht dich festlegen. Hm? Sei sie ruhmreich, unehrenhaft oder beschämend. Es ist niemandes Schicksal, nur dein eigenes. Nur du kannst es ändern. Wenn du dich verloren fühlst, musst du dich nur selber fragen, was du selber werden möchtest, was du dir wünschst zu werden. Ich habe Vertrauen in dich. Ich weiß, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Und da verschwindet er wieder. Commander Tova. Ich habe an diesem Tag geschworen, dass ich jede Schande und jede harte, jede körperliche Last ertragen werde, wenn es bedeutet, meine Ziele zu erreichen. Und nun haben mich seine Worte zutiefst erschüttert. Ich sollte weitergehen. Nur um zu sehen, wohin mich dieser Pfad führt. Ja, und das machen wir auch. Jetzt können wir nämlich den da... den Inferno, die eigentlich zweitstärkste Attacke, die Troll kann, nachdem der Höllenklaue die Leben entzieht. Und ich denke mal, damit dürften wir auch vielleicht an die eine Truhe rankommen, die ich in der vorletzten Folge so viel ich versucht habe zu erreichen. Und ja, selbst Tolls vorgesetzter Saul glaubt noch an ihn, obwohl er schon zur Hälfte zum Dämon geworden ist. Ja, die meisten kennen ihn wohl besser als er sich selber. So, hier sind wir wieder in der Arena. Jetzt müssen wir wieder hier zurück zur Statue und da kurz heilen und abspeichern. So, dich loswerden, dann wollen wir kurz zurückgucken. Weil mit dem da dürften wir ja eine kurze Weile in der Luft bleiben. Na, fast hätte es gereicht. Vielleicht, wenn wir das kombinieren. Nein, reicht immer noch nicht. Aber es gibt einen Haufen SP, die wir mal einsammeln können. Und das Spielzeug kurz töten, dass es uns nicht im Weg ist. So. Ja, irgendwie muss das ja gehen. Erstmal kurz die hier töten. Ich kann mich sogar noch erinnern, dass ich es mal darüber geschafft habe. Und dass dann was Wichtiges ist. Oder was Nützliches wenigstens. So, Absprung. Weil mit dem hier komme ich auf jeden Fall nicht drüber. So einfach geht es leider auch nicht. Oder ich brauche erst einen Rubin, dass ich da weit genug gleiten kann. Oder ich mach das zu früh. Nein, ich mach das nicht zu früh, weil sonst bin ich zu tief. Mal gedrückt halten. Jetzt versuche ich es noch einmal. Oder ich muss das so machen. Nein.
Lass mal runterfallen. Jetzt probiere ich es noch einmal so. Nö. Okay, dann warten wir mal, bis ich einen Rubin gefunden habe, damit ich das Ganze auch aufladen kann. Und ich glaube, dann dürfte ich darüber kommen. So. In der Zwischenzeit. Mal kurz gucken, was habe ich denn? Ach ja, ich habe eine Roderfrucht gekriegt aus der einen Truhe. Der Roder, den ich damit füttern kann, der müsste mir sogar, glaube ich, ein... Der Roder, ich fütter keine Bäume mit Roderfrüchten. Das ist irgendwie komisch. Nein, ich meinte der Roh, den ich damit füttern kann. Der dürfte mir sogar gleich einen Rubin geben. So, hier die Fackel mit dem Inferno anzünden. Und dann können wir hier über die Plattform ja weiter. Naja. Jetzt habe ich ihn betäubt und bin selber runtergefallen. Ey. Kommst du runter? Ich bin hoch. So. So, jetzt versuchen wir mal da rüber zu kommen. Hier geht das nämlich wenigstens. Hier kommen wir mit Inferno rüber. Wir müssen nicht unbedingt den Dash einsetzen. So, dann durch die da durch. Und ich glaube, dass der rote Glibber ist ziemlich resistent gegen meine Inferno-Fähigkeit. So, selbst hier kommen wir rüber damit. So, Nummer Uno angezündet. Dann geht schon mal die Plattform hoch. Und ich merke gerade, wir haben nur noch 92 Leben. Da sollten wir ein bisschen aufpassen. Hier wieder. Oh, da ist eine Truhe. Die nehmen wir uns erstmal. Ah, und ein Topaz. Damit wird nur unsere Donnerklaue besser. Die können wir aber gleich mal benutzen, um bei dem hier ein bisschen Leben abzuzapfen. So. Und hier anzünden. Genau. Ah, und ich mag die Musik hier in den Guilty Fires. So. Und so kommen wir darüber. Und auch hier rüber. So, du willst auch noch was abhaben. Kannst du gerne. Oh, und der Flammenwerfer Heini. Der erste. Und die Feuersicheln, auf die sollten wir nicht, dieses Mal besser nicht drauf springen. Und dafür haben wir definitiv hier zu wenig Leben. Ich sollte allgemein mal die Dämonenklaue ein bisschen benutzen, um Leben abzuzapfen. Jo. Das war nicht gut. Jetzt habe ich nämlich mehr Leben verloren. Aber jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt können wir hier weiter. Hoffen, dass wir bald wieder eine Statue finden. Nöp, hier ist keine. Oh ja, das kam gerade gut. Ein 50er Heilkraut. Das ist so ein Laserding. Wir sollten mal gucken, dass wir es schnell loswerden. Na okay, die sind noch nicht ganz so gefährlich. Level up, das ist gut. So. Ach ja, jetzt kommt hier wieder diese Sprungaktion. Das war hier. Und da haben wir den Rubin, den ersten. So. Jetzt dürften wir das hier aufladen können.
und damit auch weiterkommen, denke ich mal. Aber ja, mitten in die Lava, das war nicht beabsichtigt. Okay, an dieser Stelle mache ich aber erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.